Ich glaube, ich kann dich verstehen, denn du fühlst dich extrem. Doch warum fällt es dir so schwer, nach deinen Brüdern zu sehen? Du bist verrückt nach deiner Frau und auch das kann ich verstehen. Doch wer wird, wenn sie weg ist, an meiner Türschwelle stehen? Ganz genau. Ich hab gedacht, du wirst mich schreiben, Mann, Silvester oder Xmas. Mir sagen, dass du mich vermisst. Doch da kam nicht einmal ein Wort oder eine kurze Nachricht. Da kam einfach nichts. Ich weiß jetzt schon, wenn ich wieder draußen bin und meine Sachen mache, bildet sich vor meiner Haustür eine lange Schlange. Darauf haben wir alle so lange gewartet. Wie kommt es dann hin, dass von euch keiner da ist? Meine Frau sitzt 24/7 neben mir und checkt meinen Atem. Googelt, was sie für mich tun kann, damit alles klar ist. Du weißt, dein bester Freund ist krank und du kamst ein, zweimal her. Mittlerweile ist die Scheiße schon ein ganzes Jahr her. Nach Rastbesuchen und Stress mit den ganzen Huren, die noch nachgetreten haben, als sie langsam davon erfuhren, dachte ich, es wäre nicht zu viel verlangt, von meinem Freund nach meiner Hand zu suchen, um mir zu sagen, dass bald alles gut wird. Ich bin enttäuscht und das nicht nur ein bisschen. Vielleicht denkst du wirklich von dir, du machst alles richtig. Doch alles, was ich sehe, ist, dass ich dich hier nicht sehe. Das seit es mir schlecht geht, du außer Sicht. Und ich kann dir nicht mein Bürger sein. Mein Streit mit meinen alten Weggefährten hat dir bereits gezeigt, dass das ich gehe, ist mehr als eine Möglichkeit. Wobei ich nicht gegangen bin, sondern gegangen wurde. Von allen Menschen dachte ich, dass das nicht gut ist. Das heißt, ich kalt durch die Welt, Bruder, auf das schon voll. Ja. Je mehr gebe ich mich her. Hauptsache mein Ding läuft und es brennt. Ja, 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 ja. Es kalt, ich vertrau dein. Das heißt, ich kalt durch die Welt, oder auch das schon voll. Ja. Je mehr gebe ich mich her. Hauptsache mein Ding läuft und es brennt.